Schönen guten Abend und willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Kennen Sie eigentlich Ihre Blutgruppe? Falls nicht, waren Sie vermutlich noch nie Blutspenden. Das machen nämlich viel weniger Menschen, als man denkt. Nur 3% der Bevölkerung, schätzen Experten. Der Blutspendedienst des Herz- und Diabeteszentrums NRW will deshalb seit heute mit einer neuen Werbekampagne in Bielefeld daran erinnern, wie wichtig gerade jetzt das Blutspenden ist. Ja, das können Sie auch machen. In Gütersloh ist bei einem Brand in einem Obdachlosenheim in der Nacht zu Pfingstsonntag ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, aber vielleicht hätte es noch mehr Opfer gegeben, wenn die Schützen, die gerade nebenan gefeiert haben, nicht so schnell geholfen hätten. Ganz egal, wohin man heutzutage schaut, jeder hat eigentlich sein Handy in der Hand oder am Ohr. Im Kindergarten St. Johann in Lemgo gibt es das jetzt nicht mehr. Die Eltern sollen ihre Smartphones in der Tasche lassen und ihre volle Aufmerksamkeit stattdessen ihren Kindern schenken. Denn so selbstverständlich das klingt, ist es das heutzutage offenbar nicht. Zum Nachteil der Kinder. Deshalb sollen die Eltern jetzt sanft miterzogen werden. Wir sind bei den Nachrichten und beginnen die bei den größeren Kindern. Viele Eltern von Realschülern aus Bielefeld fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen. Sie glauben, dass die Schulform bewusst benachteiligt wird und fürchten um die Zukunft der Realschulen. Heute gab es deshalb ein Gespräch mit der Bezirksregierung in Detmold. Die Universität Bielefeld soll jetzt doch eine medizinische Fakultät bekommen. Das wurde heute bei den Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf von CDU und FDP angekündigt. Heute auf den Tag genau wird das Bauernhausmuseum in Bielefeld 100 Jahre alt. Als Bauernhaus bei Bielefeld wurde es am 6. Juni 1917 offiziell von der Stadtgesellschaft eröffnet. Für viele bedürftige Menschen sind Haustiere ein wichtiger Lebensinhalt. Ihre geliebten Tiere abzugeben, nur weil ihnen vielleicht das Geld für Futter fehlt, kommt für die meisten absolut nicht in Frage. Genau wie für Menschen gibt es deshalb auch für Tiere Tische und Tafeln. Seit mittlerweile 7 Jahren auch hier bei uns in Bielefeld. Ja, und Ute Wattenberg, die Gründerin des Tiertisches hier in Bielefeld, ist jetzt zu Gast bei mir im Studio. Die Menschen, die bedürftig sind, haben erst ein bisschen Sorge, fühlen sich vielleicht unwohl bei dem Gedanken, zu ihnen zu kommen. Und hinterher sind sie total dankbar und froh darüber. Ja, das haben wir auch gesehen. Und der Zulauf ist ja gewaltig, ne? Von 30 Leuten im Jahr 2010 sind sie jetzt bei 1300 Bedürftigen. Die müssen ja neben diesem Nachweis auch nachweisen, dass sie die Tiere schon vorher hatten. Genau. Anders als bei Tafeln für Menschen ist es aber so, dass die Spenden, also dass das Futter nicht übrig gebliebenes Futter ist von irgendwoher, sondern dass es tatsächlich Spenden sind. Ne? Wo kommen die denn her? Sie haben auch nicht nur Futter, sondern auch alles mögliche anderes, was man für Tiere braucht im Programm. Ja, eigentlich. Abgabe, sondern das ist Ihnen und auch den Menschen, die es bekommen, ganz, ganz wichtig, dass sie dafür was bezahlen müssen. Warum? Ja. Ist es Ihnen aber auch dann wieder wichtig, dass eine Tierheilpraktikerin oder auch ein Tierarzt immer mal wieder vor Ort ist? Woran liegt das? Auch auf die Tiere, dass die auch artgerecht gehalten werden. Ja. Ja, das ist eine wirklich schöne Sache. Dankeschön für Ihre Arbeit, auch den Ehrenamtlichen, die bei Ihnen mit tätig sind. Und Dankeschön, dass... So, wir kommen zur Gartenzeit und da verwandelt unser Fernsehgärtner Rüdiger Ramme ja gerade Stück für Stück den langweiligen Vorgarten von Familie Engel-Bayer in eine grünende und blühende Wohlfühloase. Hässliche Mülltonnen passen da mal so gar nicht ins Bild, aber ohne die geht's ja nun mal auch nicht. Und deshalb verrät Rüdiger Ramme jetzt, wie man sie ganz einfach verschwinden lassen kann. Ja, wir werden natürlich beobachten, wie es da im Garten so in nächster Zeit weiter vorangeht. Und nach den praktischen Tipps fürs Werkeln im Garten kommen jetzt die Tipps für entspannte Freizeit. Hier sind unsere Veranstaltungstipps und Termine. Ja, und wir haben noch einen Tipp für Sie, jetzt schon fürs Wochenende. Am Samstag findet auf dem Schiedersee ein Drachenbootrennen statt. Das Tolle daran ist, dass dort der Spaß im Vordergrund steht und jeder mitmachen kann, der 16 bis 20 Leute zusammenbekommt. Denn es kommt beim Drachenbootfahren auf die Teamleistung an. Sich aufeinander einzustellen, sollte man vorher vielleicht ein kleines bisschen üben, so wie hier dieses Firmenteam aus Detmold. Das ist jetzt schon fleißig dabei. Ja, wenn Sie auch Lust bekommen haben, sich anschreien zu lassen und beim Drachenbootrennen am Samstag mitmachen wollen, es gibt noch freie Plätze. Also schnappen Sie sich 16 bis 20 Freunde oder Kollegen und los geht's. Wie gesagt, Sie brauchen eigentlich nichts mitzubringen. Die Drachenboote, aber auch Steuermann und Schwimmwesten werden dort gestellt. Anmeldung bitte direkt an den Kanu-Club Herford. Ja, und damit sind wir beim Wetter. Und obwohl es heute einige Schauer und Gewitter gegeben hat, auch am Wochenende eigentlich, fehlt den Bauern insgesamt zurzeit der Regen. Ja, wenn es draußen feucht ist, gibt es für die Störche genug Futter, hat also auch seine guten Seiten. Das Foto von unserem Zuschauer Reinhard Hövermann vom Steinhorster Becken zeigt, dass die drei jungen Störche dort schon ganz schön groß geworden sind. Dankeschön für das Bild und relativ nass geht es auch in den nächsten Tagen erstmal weiter. Hier sind die Wetteraussichten.
Niveau zurück. Das war sie, Ihre Lokalzeit am Dienstag. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuschauen. Wenn Sie uns bis morgen vermissen, dann schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite vorbei unter lokalzeitowl.wdr.de und natürlich auch immer gerne auf Facebook. Ich sage schönen Abend noch und tschüss, bis morgen, wenn Sie mögen.